Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ich habe die letzten Tage mal eine Predigt vom Pastor J.D. Farage übersetzt. Für diejenigen, die kein Englisch verstehen. Ja, J.D. Farage ist tätig auf Hawaii und er hat immer diese Prophecy Updates und die schaue ich mir sehr, sehr oft an. Und er hat hier eine Predigt gehabt am 13.10.2024. Und ja, ich kann dieses Video, also diese Predigt, diese übersetzte Predigt hier nicht auf YouTube senden. Deshalb möchte ich euch verweisen auf die Infobox hier drunter. Dort ist der Link zu Odyssee. Ich habe das Ganze auf Odyssee. Warum? Ja, das liegt einfach daran, weil es in diesem Video um Covid-19 geht. Nochmals, ich sage das jetzt hier absichtlich für den YouTube-Generator. Es geht um Covid-19 und die Impfstoffe. Ja, es geht um die Impfstoffe. Ja, dann wird hier drunter natürlich auch wieder dieser Kasten erscheinen. Ja. Covid-19, gehen Sie zu Wikipedia und da wird Ihnen alles erklärt und so. Aber nein. Also es geht hier um die Impfstoffe. Es geht hier um DNA und was das mit der Bibel zu tun hat und was das mit den letzten Tagen zu tun hat. Ja. Wir können ja mal hier, hier könnt ihr das sehen. Und ich kann mal hier kurz einblenden. Ich möchte genauer darüber sprechen, warum es geschieht, warum es jetzt geschieht und warum es überhaupt von Bedeutung ist. Und noch wichtiger, warum Satan die Dinge zu beschleunigen scheint, da er weiß, dass er, wie Offenbarung 12 sagt, nur eine kurze Zeit hat. Ach, wenn die Christen doch nur wüssten, wie kurz die Zeit ist. Genau, wenn sie doch nur wüssten, wie kurz die Zeit ist. Ja, also hier kurz der Ausschnitt. Und wenn ihr hier das lest, dann, es geht halt um die Impfung Covid-19. Um die DNA oder DNS und ja, auch die Sintflut von Noah. Was hat das alles damit zu tun? Und die Nephilim, ja, die Riesen und wie die entstanden sind vor der Sintflut und was das mit heute zu tun hat. Und das Ganze hat auch mit einer Firma zu tun. Wir schauen uns diese Firma mal kurz an. Ja, hoffentlich wird dieses YouTube-Video deshalb jetzt nicht getriggert. Ich erwähne den Firmennamen auch nicht. Und aber wie gesagt, hier geht es darum, es geht auch um Benjamin Netanyahu, was der damit zu tun hat, was es mit Israel zu tun hat und dieser Firma und eben Covid-19 und Impfung und so. Ja. Also, liebe Leute, der Link ist in der Infobox hier unten drunter. Kommt zum Herrn, weil es wird wirklich Zeit und schaut euch das bitte an auf Odyssee. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und natürlich Maranatha.